Ich wünsche allen, die eingeschaltet haben, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der Tag gekommen, an dem ich die Wohnung sauber machen werde. Aber bevor es losgeht, trinken wir erstmal mit Vicky einen Kaffee. Ihr könnt euch natürlich jetzt auch was zum Trinken oder zum Snacken mitnehmen und los geht's mit dem Aufräumen. Ich beginne damit, dass ich mir erstmal das Wasser vorbereite. Damit werde ich alle Oberflächen abwischen und mein Start ist immer das Schlafzimmer. Grundsätzlich beginne ich immer in diesem Zimmer. Ich habe es einmal versucht, andersrum zu machen, aber das verwirrt mich nur. Hier seht ihr die Ohrringe. Die habe ich mir vor kurzem, eigentlich gestern, tatsächlich bevor das Video entstand, beim Netto gekauft. Die waren auf 3 Euro reduziert und das sind drei Paar. Vor allem die Kreuze fand ich super gut. Beim Aufräumen ist der Ablauf immer derselbe. Ich wische alle Oberflächen ab. Nur heute habe ich beschlossen, auch die Deko ein bisschen auszuwechseln. Hier seht ihr, dass ich die, ja, ich weiß nicht, was das ist, die trockenen Blumen mal wegwerfe. Die habe ich vom IKEA und neue einfülle. Die neuen haben noch einen wundervollen Duft nach Vanille und man kann das ein bisschen riechen, also ein bisschen mehr, weil die Verpackung schon offen war, riecht man das nicht so gut. Des Weiteren werden heute alle Fenster sauber gemacht. Das macht natürlich besonders viel Spaß, wie ihr sehen könnt. Aber ich finde es super wichtig, dass die Fenster sauber sind. Da kommt das Licht rein und ich habe in irgendeinem Buch mal gelesen, dass Sonnenlicht laut Feng Shui auch die Energie nach Hause bringt. Und wenn die Fenster oder die Fensterbänke zugemüllt sind oder die Fensterscheiben dreckig sind, dass das wohl nicht so gut ist. Aber an sich sieht es auch einfach nicht so gut aus, wenn die Fenster dreckig sind, finde ich. Genau, im Schlafzimmer sauge ich die Teppiche mit dem normalen Staubsauger, weil unser Staubsaugerroboter sich immer da drin in diesen Fransen verfängt. Und dann rolle ich sie zusammen und packe sie einfach weg. Dann hat der Saugroboter es leichter. Und heute ist der glorreiche Tag gekommen, an dem ich die Sitzkissen auf die Sitzbank lege. Dazu nehme ich erstmal die alten Sitzkissen weg und ich ziehe die Bezüge ab. Die Bezüge werde ich einfach waschen und die alten Sitzkissen kommen komplett weg. Eins habe ich mir behalten, weil ich die kleinen Kissen, die ich euch davor gezeigt habe, die ich bestickt habe, mit dem Füllstoff besticken möchte. Aber ich werde das Kissen erstmal waschen und dann erst benutzen. Und hier könnt ihr sehen, den neuen Tischläufer. Den haben wir mit Vicky beim Action mitgenommen. Hat, glaube ich, keine Ahnung, 1,99 oder 3 Euro maximal gekostet. Und diese Kissen kommen jetzt von der Couch weg. Die Bezüge sind frisch eigentlich und kommen da zum Sitzbereich. Die Platzdecken, die ich euch gezeigt habe ich alle mitgebracht, um zu gucken, welche am besten passen. Die lege ich mir dann immer hin und überlege. Und wie ihr sehen könnt, konnte ich mich zwischen rosa und Holzfarben gar nicht entscheiden, aber aus der Ferne sah es so aus, dass rosa weniger dazu passt. Deswegen packe ich jetzt alles, was nicht mehr dazu passt, wieder weg und die Holzfarben bleiben. Die grau-weißen Kissenbezüge ziehe ich ab und die Türkisfarben kommen drauf. Und dieser Kissenbezug, der ist zwar auch frisch bezogen, aber der hat einen Fleck, folglich ziehe ich ihn einfach ab und er kommt in die Wäsche. Wenn er gewaschen und trocken ist, beziehe ich das Kissen wieder. Bei der Couch mache ich es immer so, dass ich die großen Kissen einmal hin und her drücke, damit der Füllstoff sich wieder gut verteilt. Aber heute wollte ich tatsächlich die Kissenbezüge waschen von den großen Kissen, aber ich habe es nicht gemacht. Das wäre mir dann viel zu viel Arbeit, dann auch noch mit den Fenstern und warten, bis sie trocken sind und beziehen. Genau, im Wohnzimmer mache ich auch die Fenster sauber, alle beide. Und anschließend gieße ich noch die Blümchen, dass die dann auch gut versorgt sind. Und bei der Couch da hinten, da kommt unser Staubsaugerroboter gar nicht hin, deswegen sauge ich da einmal selber. So, das Chaoszimmer, das ist das Arbeitszimmer. Da steht nämlich der Wäscheständer. Wie immer muss ich den erstmal abräumen, bevor ich überhaupt irgendwie was sauber machen kann. Und hier sortiere ich die Wäsche einmal nach dem, was gebügelt wird und nach den Sachen, die gar nicht gebügelt werden. Und erst wenn das fertig ist, kann ich hier loslegen. Und wie ihr seht, sind haufenweise irgendwelche Briefe und sonstige Schreiben, die ich irgendwie durchlese und abhefte. Je nachdem, wohin sie gehören. Das häuft sich, also ich denke immer, woher kommt das alles, aber irgendwie nach
einer Woche liegen da 1000 Sachen, die ich abheften muss, und da sind noch einiges mehr, die ich gar nicht gemacht habe, die ich einfach auf die Fächer verteilt habe. So, dieses Fenster sauber zu machen ist echt ein Act, weil davor unser Schreibtisch steht, und bis ich dahin geklettert habe, das war schon so eine akrobatische Hochleistung gewesen. So, und im Flur, das war jetzt nichts Besonderes. Hier seht ihr die Saki, unseren Saugroboter, fleißig arbeiten. Ich bin so dankbar dafür, dass wir sie haben. Also das ist eine Sie bei uns. Sie hilft mir schon wirklich. Also wenn sie nicht wäre, wäre ich wahrscheinlich entweder viel fauler, aber sie übernimmt ja einiges an Aufgaben. In der Küche mache ich erstmal mit den Orchideen. Ich stelle sie ins Waschbecken, damit sie da ein bisschen trinken können. Und alle passen gar nicht rein, aber ich wechsle sie ab. Nachdem die erste Runde getrunken hat, kommt die nächste Runde dran. In der Zwischenzeit reinige ich die Oberflächen. Die Küche macht normalerweise immer die Vicky, aber die Vicky hat heute den Keller ausgemistet, was auch irgendwann mal sein muss. Und ja, das heißt, ich übernehme die Küche. Mädels und Jungs, wir sind jetzt schon im Bad. Besser gesagt, ich bin schon im Bad angelangt. Es ist auch nur noch das Badezimmer geblieben. Den Rest habe ich bereits sauber gemacht. Ich zeige euch gleich im Anschluss an meinen Text jetzt hier das fertige Ergebnis. Aber das Badezimmer würde ich jetzt einfach ohne Kamera machen, weil einfach super eng hier drin ist. Und ich glaube, ich habe es schon einmal verfilmt und es ändert sich nichts an der Sache. Wenn ich mal im Bad die Sachen aussortieren sollte, dann filme ich euch das. Aber im Badezimmer zu filmen ist für mich gerade mit diesem Stativ super ungünstig. Ich habe mir zwei andere bestellt. Wenn die da sind und wenn die besser passen fürs Badezimmer, dann mache ich das. Aber jetzt mache ich mal ohne euch weiter und ihr seht gleich das fertige Ergebnis im Anschluss. Und wir beginnen unseren Rundgang der sauberen Wohnung in der Küche. Ich habe auf dem Kühlschrank diese schwarze Platzdecke weggeräumt und die weiße hingelegt. Es gibt dem ganzen Zimmer etwas Frische und ist eher frühlingshaft. Das graue Wetter soll ein bisschen vom grauen Wetter ablenken, die Platzdecke. Blumen, frische Blumen haben wir auch gekauft. Wir waren zwischendurch, nachdem wir sauber gemacht haben, auch beim Penny gewesen und haben Obst und noch weitere Sachen eingekauft, denn Vicky wird heute das Essen zubereiten, obwohl eigentlich ich mich dafür freiwillig gemeldet habe, aber nach dem Aufräumen habe ich geduscht und dann war ich einfach nur noch müde und faul und hatte keine Lust, und Vicky hat sich bereitwillig erklärt, uns Schrimpsburger zu machen, wofür ich ihr auch super dankbar bin, dass sie es gemacht hat. Die waren auch lecker, die werdet ihr am Schluss sehen. Genau, im Bad habe ich wie immer eigentlich aufgeräumt. Ich habe bei der Lichterkette, die ihr jetzt gerade gesehen habt, die Batterien ausgewechselt. Und apropos, wir müssen welche nachkaufen. Wir haben gar keine mehr. Ja, im Flur stehen auch frische Blumen. Tulpen sind für mich Frühlingsblumen. Die machen eine Frühlingsstimmung. Im Wohnzimmer werdet ihr gleich die neuen Sitzkissen sehen. Ich finde super, wie die eigentlich ins Wohnzimmer reinpassen. Aber grundsätzlich mag ich Veränderungen, das Alte muss irgendwann mal dem Neuen weichen, so kriegt man auch eine neue Energie ins Haus, in die Wohnung und auch für sich selber irgendwie rein. Ne? Im Arbeitszimmer hat sich nicht allzu viel verändert, aber das Wichtigste ist einfach, dass man immer wieder daran denkt, dass Staub sich überall absetzt und ja, sogar wenn man ihn nicht sieht, ist er da, deswegen Leute, guckt immer, dass ihr eure Umgebung und euer Umfeld sauber haltet. Das hält auch euer Inneres irgendwie ein bisschen frisch und sauber. Im Schlafzimmer seht ihr jetzt ein Körbchen auf dem Bett stehen. Das sind die Sachen, die ich eigentlich aussortiert habe, weil die nicht gebügelt werden. Die habe ich aber noch nicht geschafft aufzuhängen oder auf ihren Platz zu legen. Das werde ich direkt danach, nachdem ich für euch jetzt das Ergebnis sozusagen verfilmt habe, auch einräumen. Lasst euch davon nicht stören. Hier seht ihr die neuen Kissenbezüge, die ich beim H&M gekauft habe. Ich finde, die sehen super aus. Geben dem Ganzen eine ruhigere und dennoch so eine frische Atmosphäre irgendwie.
Wisst ihr, was ich vergessen habe zu filmen? Ich habe euch doch die Vögelchen, also diesen Kranz aus Metall gezeigt, den wir gekauft haben beim Nanunana. Den habe ich total vergessen eigentlich zu filmen. Den werde ich später einfach ja irgendwann mal filmen und euch zeigen oder ein Foto davon machen, wie es aussieht. Ja, ihr seht es jetzt schon da hängen, aber leider zeige ich mit der Kamera gar nicht dahin und sage euch an der Stelle schon mal Tschüss. Und gleich seht ihr die Burger, die die Vicky gemacht hat. So sehen sie aus. Lecker, lecker. Wir gehen essen und wir sehen uns später. Bis bald.